Jesse. Jesse will seinen Orca-Freund Willy retten. Vielleicht kennt ihr die Szene ja. Also ziemlich sicher kennt ihr sie, wenn ihr den Film Free Willy gesehen habt. Und selbst wenn nicht, die Szene ist Kult. Jesse und seine HelferInnen bringen Willy auf einem Truck zum Meer. Der Weg nach draußen wird aber von Booten und Netzen versperrt. Der Befreiungsplan droht zu scheitern. Tu es! Spring! Jetzt komm, Willy! Ich weiß, dass du es schaffen kannst! Ich weiß, du kannst über diese Mauer springen! Komm jetzt, ich glaube an dich, Willy! Du kannst es schaffen! Du kannst wieder frei sein! Jesse feuert Willy an. Er sagt ihm, dass er ihn vermissen wird, dass er ihn liebt. Und dann passiert's. Willy springt. Über eine Steinmauer und über Jessys Kopf ins Meer. Die Freude ist riesig. Willy hat es geschafft. Willy ist frei. Er bekommt sein Happy End. Hi, ich bin Erika Balzer und ihr hört Das Delfin-Dilemma, ein Podcast vom Verlag Nürnberger Presse. Der Orca Willy aus dem Film heißt eigentlich Keiko. Er lebt unter schlechten Bedingungen in einem Vergnügungspark in Mexiko. Direkt nachdem Free Willy 1993 in die Kinos kommt, gibt es auch für Keiko den Ruf nach Freiheit. Der Filmstar muss gerettet werden. Keiko soll seiner Filmfigur Willy folgen. In die Freiheit. In den vorherigen Folgen haben wir schon mit einigen Aktivistinnen gesprochen. Sie wollen, dass die Delfinarien schließen. In dieser Folge erzählen wir die Geschichte von Keiko, dem Darsteller von Free Willy. Wir erzählen, was passiert, wenn ein Delfinarium schließen muss. Und was, wenn Delfine auf einmal in die Freiheit entlassen werden. Ihr hört Folge 4. Ein Delfinarium stirbt. Als kleines Orca-Kind schwimmt Keiko, der spätere Filmstar, mit seiner Mutter im Meer. Von ihr lernt er das Jagen. Mit 2 Jahren ist das dann vorbei. Ende der 70er wird Keiko vor der Küste Islands gefangen. Bevor ihr euch fragt, warum ich jetzt auf einmal was von Orcas erzähle, hier eine kurze Erklärung. Orcas gehören zur Familie der Delfine und sind die größte Delfinart. Sie werden bis zu 10 Meter lang und 7 Tonnen schwer. In einigen Aquarien und Meereszoos werden neben Delfinen auch Orcas gehalten, die ebenfalls Kunststücke aufführen. Island, Kanada und Mexiko. Nachdem Keiko gefangen wird, lebt er in den nächsten Jahren auf 3 verschiedenen Kontinenten. Statt lebender Fische bekommt er nun tiefgefrorenes Futter. Großartig tauchen und schwimmen kann er in seinem kleinen Becken auch nicht. Keiko verliert seine natürlichen Instinkte. Er lebt im Vergnügungspark Reino Aventura in Mexico City. Und er wird zum Filmstar. Er spielt die Hauptrolle in Free Willy, Ruf der Freiheit, und in den Fortsetzungen Free Willy 2 und 3. Seine Fans gründen schließlich die Free Willy Keiko Foundation. Die Stiftung hat das Ziel, Keiko in die Freiheit zu bringen. Auch, weil es dem Orca in seinem kleinen Becken gesundheitlich gar nicht gut geht. First time I ever saw Keiko, I was like up at the top of this amphitheater. It was empty at the time. Looking down at this whale in this tiny pool, he barely had enough room to turn around. He was skinny, he had a skin condition. Das ist Dave Phillips, der Gründer der Free Willy Keiko Foundation. Das erste Mal, als er Keiko sieht, geht es dem Orca bereits schlecht. In dem kleinen Becken hat er kaum Platz, sich zu drehen. Er ist abgemagert, seine Haut übersät mit Wucherungen und seine Rückenflosse abgeknickt. Als die Stiftung genug Spenden gesammelt hat, wird Keiko aus dem Vergnügungspark freigekauft. Das Ziel ist ganz klar, Keiko soll irgendwann wieder in seiner Heimat, vor der Küste Islands, schwimmen. Die Free Willy Keiko Foundation baut ihm ein neues Zuhause. An der Westküste der USA, im Bundesstaat Oregon, soll er bis dahin übergangsweise leben.
dort geht's Keiko dann auch besser. Das neue Becken ist mit kühlem Meerwasser gefüllt und die TrainerInnen üben mit ihm das 1x1 der Killerwalle. Keiko soll wieder selbst Fische fangen und weite Strecken schwimmen. Das mit der Jagd klappt so semi-gut. Keiko bevorzugt dann doch lieber den tiefgefrorenen Fisch. Nach 2 Jahren Training ist es dann endlich soweit. Keiko wird im September 98 in einem Frachtflugzeug nach Island geflogen. Und das ist logistisch eine ganz schöne Herausforderung. Immerhin wiegt der Wal 4 Tonnen. Deshalb kommt auch nur eine Boeing C-17 für diese Aufgabe in Frage. Ein riesiges Flugzeug der US Air Force. We had to get Keiko ready in this big metal shipping container filled with water and a sling to hold him up. We had to get a humongous crane to be able to lift him out of the pool that he was in and then bring him down into this big shipping container on the back of a flatbed truck. Then we had to drive that to the airport and load that onto the C-17. It's hard to move. Im Gespräch mit der BBC erzählt Phillips von Keikos Reise. Der Orca muss mit einem Kran aus seinem Becken in einen Schiffscontainer gehoben werden. Der ist mit Wasser gefüllt und eine große Schlinge sorgt dafür, dass Keiko an der Wasseroberfläche bleibt und atmen kann. He actually was really relaxed. We were getting ready to land. And there, like in the low hills, and it's covered with people, Icelanders, that were there at like 5 o'clock in the morning. And some of them had signs that said, welcome home. After 22 years, having captured when he was 2, I was right there witnessing lowering him down into the water to hear the sounds and see the sights and be in natural seawater of where he was born, his native waters. An incredible moment for me and for the world, I think. Während des Flugs ist Keiko total entspannt, meint Phillips. Und die Leute in Island freuen sich richtig auf den Orca. Im Morgengrauen begrüßen sie ihn bei seiner Ankunft mit Willkommen zu Hause Plakaten. Dort, wo Keiko gefangen wurde, wird er jetzt freigelassen und schwimmt zum ersten Mal wieder im Meer. Phillips meint, es ist ein unbeschreiblicher Moment für ihn, Keiko wieder im Ozean zu sehen. Erstmal lebt der Orca in einem eingegrenzten, geschützten Bereich. Dafür gibt es einen guten Grund. Er soll sich wieder an die natürlichen Gegebenheiten gewöhnen, an Ebbe und Flut. Wir haben ja schon gehört, dass Delfine in sozialen Gruppen leben. Orcas machen das eigentlich genauso. Keiko tut sich mit seinen Artgenossen aber schwer. Seine BetreuerInnen versuchen sogar mit Hilfe von Haut- und Geräuschproben Angehörige von Keiko zu finden. Leider aber ohne Erfolg. Sie führen ihn immer wieder in die Nähe von freilebenden Walgruppen. Keiko ist neugierig auf seine Artgenossen, erzählt Keikos Trainer der New York Times. Er möchte spielen und Teil einer Gruppe werden. Und trotzdem bleibt er von Menschen abhängig. Erst nach 4 Jahren vor der isländischen Küste kann sich Keiko endlich einer Orca-Gruppe anschließen und verlässt seine BetreuerInnen. Alle Zeichen stehen auf Happy End. Genauso wie bei Free Willy. Nach mehreren Monaten in seiner Walgruppe taucht Keiko aber plötzlich vor der norwegischen Küste auf. Das ist so ungefähr 1400 Kilometer Luftlinie entfernt von Island. Das ist einmal von Nürnberg nach Helsinki. Er hat also eine ziemlich weite Reise hinter sich. Vor der Küste Norwegens sucht er dann auch wieder die Nähe zu Menschen. Er lässt sich streicheln und sogar Kinder auf ihm turnen. Ja, es gibt Videos, in denen er an der Wasseroberfläche schwimmt und Kinder auf ihm liegen, auf einem Killerwal. Das zeigt, wie sehr Keiko zwischen 2 Welten gefangen ist. Er ist zwar auf ein Leben in Freiheit vorbereitet, sagt Phillips, hat sich in 22 Jahren aber eben auch an die Menschen gewöhnt. Keiko bleibt an der Küste Norwegens. Er wird dort wieder betreut und gefüttert. 7 Jahre lang hat die Free Willy Keiko Foundation versucht, den Orca auszuwildern. Gekostet hat es die Stiftung über 20 Millionen US-Dollar. Im Dezember 2003 stirbt Keiko an einer Lungenentzündung. 1,5 Jahre, nachdem er ins offene Meer befreit wurde. Der Gründer der Stiftung, Dave Phillips, macht sich sofort auf den Weg. I was very sad. I went to Norway. It was the end of that journey. But he was able to live out his life from the time he left
Oregon, in his natural waters. He got a chance to be free. We would love to have had him find his family. We knew how much better off he was than he was at every other step. If we'd left him in- Obwohl Keiko nicht lange in Freiheit überlebt hat, ist er froh, dass der Orca wieder im Meer schwimmen konnte. Hier ging es ihm viel besser als in den ganzen Stationen davor. Auch wenn er seine Familie nicht wiedergefunden hat. Vielleicht fragt ihr euch, war es denn überhaupt richtig, Keiko mit so viel Aufwand auszuwildern? Zumindest für Philipp steht fest, Keikos Leben hat etwas bewirkt, auch wenn er nicht mit seiner Familie in den Sonnenuntergang schwimmen konnte. It wasn't a Hollywood ending, you know? It wasn't like swim off into the sunset with his family. That is a romanticized view. We feel like Keiko had an incredible odyssey. It's spawned a whole effort around sanctuaries, the idea of building sanctuaries for belugas. There's actually a beluga sanctuary in the same area of Iceland where the Zu ein paar Veränderungen hat seine Geschichte nämlich schon geführt. Zum Beispiel gibt es einen neuen Zufluchtsort für eine andere Delfinart, für Beluga-Wale. An der Stelle, an der Keiko damals ausgewildert wurde. Even in the US, SeaWorld is now prohibited from breeding any more in captivity, capturing any from the wild, importing them or exporting them out of the U.S. It's spreading because people have this understanding that orcas and whales and wild animals that are ill-suited for lives in captivity should be protected in the wild. And Keiko told that story. His legacy lives on today. Und die großen Themenparks wie zum Beispiel SeaWorld in den USA dürfen keine Orcas mehr züchten. Phillips meint, dass Menschen verstanden haben, dass Orcas in die Freiheit und nicht in ein kleines Becken gehören. Das alles ist Keikos Erbe. Hallo, Herr Adler, Nina Kammleiter hier vom Verlag Nürnberger Presse. Ja, grüß Sie. Ich wollte Ihnen nur Bescheid geben, wir sind schon im Zoo, wir waren etwas früher da. Aha, okay. Und ich wollte einfach nur kurz fragen, ob wir uns im Museum dann direkt treffen könnten, im Pferdemuseum. Da Reporterin Nina ist im Alvetta-Zoo in Münster. Und der Name ist Programm. Es fällt leichter Nieselregen an dem Tag. Dann bis gleich. Nur wenige BesucherInnen sind da. Nina ist mit dem ehemaligen Zoodirektor Jörg Adler verabredet. In der Geschichte des Delfinariums in Münster spielt er eine besonders wichtige Rolle. Sie treffen sich am Pferdemuseum, Adlers Lieblingsort im Alvetta-Zoo. Nina steht am Eselgehege vor dem Museum, als Jörg Adler mit orangener Basecap und knallgelben Lederhandschuhen an ihr vorbeigeht. Sie hält ihn genau deshalb auch erstmal für einen Tierpfleger. Die beiden finden sich dann doch noch. Hallo, Herr Adler, hallo. Wir waren gerade noch von den Eseln abgelenkt, deswegen. Jörg Adler hat schon immer eine Verbindung zu Tieren. Er wird 1946 in Leipzig geboren, als Sohn eines Tierarztes. Ich bin in der Tierklinik zur Welt gekommen, beziehungsweise aufgewachsen. Aber das lag jetzt da nicht an meinem Namen Adler, sondern daran, dass mein Vater direkt nach dem Krieg dort Ordinarius für Chirurgie in dieser Leipziger Universitätstierklinik war und eine Dienstwohnung hatte. Adler erinnert sich an seine erste Begegnung mit Delfinen. Das war noch vor seiner Zeit in Münster. Doch, jetzt fällt es mir wieder ein, natürlich. Bereits 1985 habe ich das erste Mal ein Delfinarium gesehen. Damals waren noch die Belugas in Duisburg und die Jakobitas. Ah, oh, das war natürlich total faszinierend. Ne? Ich stand das erste Mal vor den Jakobitas und dachte, wow. Adler arbeitet zuerst im Leipziger Zoo. 1990 wechselt er nach Münster und 5 Jahre später wird er zum Direktor im Alvetta Zoo. Und das macht er dann über 20 Jahre lang. In dieser Zeit geht es viel um Umbau und Erneuerungen. Er trifft wichtige Entscheidungen. Manche davon sind ganz schön unbeliebt. Eine davon betrifft das Delfinarium in Münster. In Münster gibt es am Anfang eine Halle für die Delfine. Ein Mehrbeckensystem, wie es heute üblich ist, ist damals noch in weiter Ferne. Im Laufe der Jahre ändern sich die Vorschriften für die Haltung. Was in den 70er und 80er Jahren als artgerecht gilt, ist 30 Jahre später längst veraltet. Der Zoo muss sich wandeln, also auch das Delfinarium. Nachträglich wird eine zweite Halle mit überdachtem Becken gebaut,
damit die Delfine mehr Platz haben. Für ein paar Jahre reicht das. Aber 2008 kritisiert das Wal- und Delfinschutzforum die beiden Hallen. Wegen fehlendem Tageslicht und zu wenig Frischluft. Natürlich wusste ich, dass der Druck auf die Delfinhaltung zunimmt, aber es hat uns vor Ort in Münster nur am Rande getroffen. Kurioserweise, obwohl wir das kleinste und vielleicht am wenigsten entwickelte Delfinarium hatten, von der Technik her und von allem. 2014 veröffentlicht dann auch das Landwirtschaftsministerium ein neues Gutachten zur Haltung von Säugetieren. Für die Delfine müssen Innen- und Außenbecken vorhanden sein. Sie sollen unter freiem Himmel und im Sonnenlicht schwimmen können. Irgendwann fängt Adler deshalb an, sich ganz konkret die Frage zu stellen, ob Delfine bei ihm im Zoo überhaupt noch angemessen gehalten werden können. Also meine Entscheidung muss man immer in dem Kontext sehen, dass ich eben all die Jahre, die ich hier war, immer eher versucht habe, dort, wo es zu eng sein könnte oder vielleicht die Bedingungen nicht optimal, die Tiere auch dann woanders hinzugeben. Und irgendwann habe ich angefangen, mir über die Delfinhaltung Gedanken zu machen. Nach und nach wird ihm klar, um den Delfinen weiterhin ein gutes Leben zu bieten, wären wirklich große Bauarbeiten im Delfinarium nötig. Nur so könnten die neuen Anforderungen erfüllt werden. Und am Ende geht es natürlich ums Geld. Um sehr viel Geld. Also hier hätte man eben 15 Millionen gebraucht, um ein neues Delfinarium zu bauen. Das hätte ich nicht zugelassen. Ja, also für mich war immer wichtig, wir haben nie Investitionen gemacht, die mehr als 5 Millionen gekostet haben, weil für uns wichtig war, lieber viel Geld in den Artenschutz zu stecken, also in die Bewahrung von Natur. Ihm ist klar, die Delfine müssen weg. Diese Entscheidung passt in Münster aber nicht allen. Für die PflegerInnen sind die Tiere eine Lebensaufgabe. Sie haben eine besondere Bindung zu ihnen. Adler ist zu dieser Zeit nicht unbedingt der Lieblingschef, obwohl ihm gerade die Menschen, mit denen er zusammenarbeitet, sehr am Herzen liegen, wie er erzählt. Aber am Ende muss er eine Entscheidung treffen, auch wenn es ihm schwerfällt. Wenn er den Tieren nicht optimale Haltungsbedingungen bieten kann, können sie auch nicht bleiben. Viele PflegerInnen sehen das allerdings nicht so. Die Trainerinnen und Trainer haben gesagt, was soll das? Den Delfinen geht's hier gut, wir kennen die, wir wissen, wie die reagieren. Für die TrainerInnen ist das Abschiednehmen ein langer und echt schwieriger Prozess. Die Tiere, ihre Tiere, mit denen sie jeden Tag zusammenarbeiten, sind dann auf einmal weg. Eigentlich treffen sich Adler und die Mitarbeitenden des Delfinariums einmal im Monat auf einen Kaffee. Diese Treffen fallen dann aber erstmal aus. Man redet darüber und so, und dann gibt es erstmal so eine Phase der Enttäuschung, eine Phase der Trauer, eine Phase der Wut. Dann bin ich erstmal ein paar Wochen da nicht hingegangen. Und wenn man ein Delfinarium schließt, stellt man sich natürlich auch ein paar Fragen. Was passiert mit den Delfinen? Wo kommen sie hin? Sie müssen ja auch dann einen Ort haben, wo es den Tieren wirklich besser geht. Sonst ist es ja witzlos. Am Schluss sind noch 4 Delfine in Münster zu Hause. Kite, Rocco, Palavas und Nando. Nando ist in Nürnberg geboren. Er ist ein Sohn von Mobby, dem Nürnberger Publikumsliebling aus Folge 1. 1996 zieht Nando nach Münster und muss den Zoo jetzt nach 17 Jahren wieder verlassen. Dann war es soweit, die Delfine verließen den Zoo in Münster. Kite ist der erste Delfin, der geht. Er kommt schon im März 2012 in einen Freizeitpark nach Frankreich. Von den anderen drei nimmt der Zoo dann am 5. Februar 2013 Abschied. Nando, Rocco und Palavas ziehen an einem kalten Winterdienstag nach Harderwijk, in ein Delfinarium in den Niederlanden. Den freien Platz in Münster füllen dann die Robben. Die Anlage wird nicht groß umgebaut, sie bekommt lediglich einen neuen Namen. Wir hatten ein neues Konzept, Robbenhafen mit den Seelöwen, weil natürlich Seelöwen erstmal viel komfortabler zu halten sind als Delfine. Wir ersetzen jetzt die Delfine durch mehr Seelöwen. Heute leben im Robbenhafen 5 Seelöwen. Jetzt zeigen sie den ZuschauerInnen mehrmals täglich ihre Kunststücke. Nina und Adler laufen bei ihrem Gespräch zusammen durch die ehemalige Delfinanlage in Münster. Im Hintergrund läuft gerade die Robbenshow und sehr penetrante Gute-Laune-Musik. Also das Becken endet hier, aber es gibt dann einen Durchgang. Und da hinten, das sehen Sie jetzt andeutungsweise dort, gibt es eine zweite große Halle, die nahezu so groß ist wie diese hier.
als Anbau. Und die Delfine schwimmen dann da unten durch den Kanal darüber in die andere Halle. Okay, und da ist dann nochmal so ein Becken in der Größe? Das sind, wie viele Becken sind drüben? 2 oder 3, glaube ich, ne? 2, mindestens 3. Außenbecken. Also da drüben sind noch 3 Becken, eins davon ist dann außerhalb auch. Okay. Und die schwimmen also quasi durch diesen Kanal durch. Ja, aber man kann nur hier zuschauen quasi. Ja. Dort drüben gibt es keine Menschen. Okay. Also nochmal zusammengefasst. Es gibt 2 überdachte Hallen mit insgesamt 3 Becken. Eine wird für die Shows genutzt und erinnert ein bisschen an eine alte Sporthalle. Die ZuschauerInnen sitzen auf Holzstühlen auf den Rängen. Es gibt einen Außenpool, der war aber schon immer nur für die Robben, nie für die Delfine. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich war mir sicher, kein Delfinarium mehr, das bedeutet auch weniger BesucherInnen im Zoo. Aber nach der Schließung passiert etwas Überraschendes. Also man hatte vorher Sorgen, um Gottes Willen, jetzt verlieren wir 100.000 Besucher. Nee, nichts. Im Gegenteil, es kamen eher noch ein paar mehr. Also der Verlust der Delfine war keine Einschränkung aus wirtschaftlicher Sicht. Dieser Prozess hat wunderbar funktioniert. Warum hat er wunderbar funktioniert? Weil die Menschen auch verstanden haben, dass die Haltung der Delfine hier in Münster eben nicht mehr zeitgemäß war im Vergleich zu Duisburg und Kahn-Dürrenberg. Aber mit Ihrer Entscheidung sind Sie dann rückblickend auch immer noch zufrieden und glücklich? Extrem zufrieden, weil wir eben gesehen haben, es geht auch ohne Delfine in diesem Zoo. Also die Angst, dass wir plötzlich weniger Besucher haben, hat sich gezeigt, war überflüssig. Trotzdem, auch dem Robbenhafen geht's jetzt an den Kragen. Ende des Jahres 2024 schließt die Anlage. Der Grund? Haltungen mit viel Wasser sind sehr teuer. Die aktuelle Zoodirektorin meint, dass der Zoo viel Geld investieren müsste, wenn er die Robbenhaltung fortsetzen will. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Wohin die Seelöwen umziehen sollen, wenn der Robbenhafen schließt, ist noch nicht geklärt. Dass nach den Delfinen nun auch die Robben gehen müssen, passt in Adlers Verständnis von Tiergärten. Noch während seiner Zeit als Zoodirektor hat er eine Idee. Zoos sollten sich untereinander einfach besser absprechen. Für ihn braucht nicht jeder Zoo, auch wirklich jedes Tier. Nach dem Motto, weniger ist mehr. So könnte man dann auch besser auf die Bedürfnisse der einzelnen Arten eingehen. Eben auch auf die der Delfine. Obwohl es im Allwetterzoo keine mehr gibt, müssen Fenstertiere trotzdem nicht weit fahren. Also wenn ich jetzt Delfine sehen will, im Münsterland wohne, dann fahre ich eben eine Stunde nach Duisburg und schaue mir dort die Delfine an. Das muss ja nicht in Münster sein. In Duisburg leben heute noch 7 Delfine. 5 davon wurden dort auch geboren. Ihre Namen beginnen mit D. Kerstin Ternes nennt sie eine Delfinfamilie. Ternes ist Kuratorin und Zootierärztin. Die Schließung des Delfinariums in Münster hat in Duisburg nichts an der eigenen Grundhaltung verändert. Wir haben in unserem Logo schon immer einen Delfin gehabt. Wir sind halt einfach Delfinzoo oder Walzoo oder Meeressäugerzoo. Und deswegen ist für uns die Entscheidung, da wird gar nicht drüber nachgedacht. Und wir sind halt auch nach wie vor von der Haltung überzeugt. In Duisburg leben die Delfine in verschiedenen Becken, die durch Tunnel verbunden sind. Ternes nennt das einen Rundlauf. Aktuell sind Sanierungsarbeiten geplant, deshalb wird gerade auch nicht gezüchtet. Ähnliche Situation wie in Nürnberg also. In Münster hat das Delfinarium geschlossen. In Duisburg macht man allein schon wegen des Logos weiter. Auch der Nürnberger Tiergarten hält am Delfinarium fest und steckt immer wieder Geld in die Lagune. Dabei läuft auch heute noch immer nicht alles gut. Die Krankenakten einiger Tiere sind lang und sie bekommen immer wieder Diazepam. Das ist ein angstlösendes, muskelentspannendes und beruhigendes Medikament. Auch Menschen nehmen das. Es hat ein ziemlich starkes Suchtpotenzial. Delfine, die Psychopharmaka bekommen. Das klingt irgendwie komisch. In der nächsten Folge schauen wir nochmal ganz genau nach Nürnberg. Wie geht es den Delfinen dort wirklich? Und wie sieht die Zukunft von Delfinarien aus? Also ich denke, dass Zoos generell nicht ethisch vertretbar sind und abgeschafft gehören.
Ich find's beschissen, ich komme aus der Industrie, ich habe früher Tiere gefangen, ich habe Meeressäuger in Gefangenschaft gehalten, ist alles beschissen. Ich verwehre mich dagegen, dass man das Diazepam verteufelt, weil es ist ein Medikament, das wir brauchen. It never crossed my mind that people would want to kiss the dolphin. I knew it was a robot, right? It didn't matter. Das Delfin-Dilemma ist ein Podcast des Verlags Nürnberger Presse. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo und eine Bewertung da. Und vergesst natürlich nicht, den Podcast weiterzuempfehlen. AutorInnen sind Andreas Hofbauer und Caroline Heilig. Recherche: Greta Nagel, Lea-Sophie Rode und Lukas Geschlapp. Produktion: Anne-Sophie Reis, Anton Dietz-Felbinger und Inken Thiel. Social Media: Simon Kirsch. ShowrunnerInnen: Alicia Kohl und Robin Walter. Reporterin: Nina Kammleiter. Musik und Schnitt: Lukas Graf. Projektmanagement: Lena Wölki. Beratung Storytelling: Alexander Gutsfeld. Und Host bin ich, Erika Balzer. Das Delfin-Dilemma erscheint immer dienstags.